Ach, der Ursprung ist gleich hier vorne. Ja, okay. Okay, dann machen wir mal dicht den Laden. So. Ich nämlich erstens keine Lust habe, hier vom Wasser runtergespült zu werden. Oh, süß, die kleine Pfütze hier. So. Ach, cool. Ach, gleich kommt ein Zombie, klatscht mich hier von hinten einfach hier runter. Tot. Das wäre einfach so typisch mein Tod. So, dann gehen wir mal hier hoch. So, so. Mein Häuschen war, glaube ich, da jetzt, ne? Ja, genau, da. Gut. Ja, wir können ja jetzt nochmal ein bisschen was zu schnabulieren, habe ich ja. Ich werde jetzt einmal nach Haus gehen. So. Tralala. Da ist die Haustür. Ich muss mir hier was einfallen lassen. Also ich will hier noch einen richtig schönen Weg haben. Definitiv. Werde ich, glaube ich, mit Stufen und all sowas machen. Und dann auch gerne brenne ich den Stein oder mache ich das mit Cobblestone? Es darf ja ruhig, für den Anfang darf das ja ruhig ein bisschen rudimentärer sein. Ich glaube, wir machen das mal mit Kobbellobbel hier. Kloppen wir uns hier mal ein paar Stufen zusammen. Ach, ich werde da wohl ein paar mehr brauchen. Dann haben wir jetzt ein bisschen Holz. Das ist auch ganz gut. Genau, können wir hier zur Birke ein bisschen was klöppeln. Hier habe ich nochmal Eiche. Was ist denn so euer Favorite Holz? Das könntet ihr ja auch mal raushauen. Also, wie gesagt, ich bin ein absoluter Birkenfan. Weil ich schon allein die Türen hier sehe, ne? Mag ich. Ist einfach, mag ich. Klopfen wir hier mal die Eichentür raus. So. Hübsch, hübsch. Ja, ist schon hübscher, definitiv. So, die Erde hier. Die nervt mich hier so ein bisschen. Versperrt mir hier die Sicht. Auf die wichtigen Dinge des Lebens. Vielleicht kann man ja aber irgendwann, wenn wir uns an dem Berg daran trauen, so eine Brücke, so eine Glasbrücke hier rüber bauen. Direkt rein in den Berg. Wäre halt einfach auch super. Egal, ist noch alles Zukunftsmusik. So, Treppe. Genau. Socke. Ja, das war natürlich super schlau. Genau, wir ich mache das mal so, dass ich hier quasi. Brauche ich zwangsweise eine Schaufel? Nö, geht auch so schnell genug. Nehmen wir hier die Erde weg. Dann ersetze ich die Erde durch Cobblestone, glaube ich. Oder ich setze einfach jetzt schon hier die Stufen dran. Das würde ja auch gehen eigentlich, ne? Warum auch nicht? Und das gleiche Spielchen dann hier runter. Ich mag es aber nicht, dass es nur ein Breit ist, ne? Da bin ich ja die kleine Uschi, die daran was zu meckern hat. Kann man ja mal Cobblestone hier schnappen, den ich habe. Moment. So. Das jetzt mal so anpasse, ne? Das kommt weg. Sowieso hier die ganze. Ja, ich hatte so eine Idee hier mit der Plattform. Die will ich auch behalten eigentlich. Aber ich glaube, die mache ich mit Eichenholz. Sieht, glaube ich, besser aus. Das machen wir jetzt, oder? Warum sollte man warten? So. Dann wird das hier mal eben weggeklopst. Fackel einsammeln. Letztes Zaunstück. So. Dann. Jetzt habe ich die ganze Zeit diese. Okay. Wait. Das geht mir jetzt ja schon auf den Pinsel. Den werde ich, glaube ich, gleich brauchen.
Die habe ich mit. Das ist schon mal gut. Süß, dass hier alles getrennt und unsortiert. Komisch Kram. So. Wieder wird schon wieder dunkel. Wollt ihr mich veräppeln? Okay, ich gehe wieder schlafen. Du kannst nur nachts schlafen. Guckst du mal raus? Das wird gerade Nacht. Verdammt. So. Ah ja, da freu ich mich drauf. Einfach entspannt bauen. Entspannt hier. So ein bisschen. Kreativität, die bei mir nicht vorhanden ist. Ist es eine Hexe? Oh Gott. Wo bin ich hier gelandet, sag mal? Naja. So ein bisschen das hier nehmen. Was draus zaubern. Und im gleichen Zuge einfach dabei entspannen. Und ein bisschen quatschen mit euch. Vielleicht so ein bisschen auch Anekdoten austauschen, was man so alles bei Minecraft Buch schon erlebt hat oder auch nicht. Je nachdem. Hat ja nicht jeder Minecraft gespielt. Vielleicht fängt ja, es gibt ja immer noch Leute, ne, muss man auch mal ganz klar sagen, die ich will das Cobblestone haben, die mit Minecraft ja erst anfangen. Ne? Also die das ganze Späßchen hier gerade erst für sich entdeckt haben. Und ich finde es immer interessant, wenn man jahrelang zum Beispiel selber etwas gespielt hat, was für einen selbst total normal und absolute Routine ist. Wenn dann jemand Neues auf dein Spiel blickt, was du schon seit Jahren spielst eigentlich, und dem einfach Sachen auffallen, die dir überhaupt nicht mehr auffallen. Also das, sowas mag ich ja immer. Ne? Also der Blick von, dieser frische Blick von anderen Leuten, die, ich weiß, das ist total unnötig hier gerade, aber egal. Das wird gleich. Dieser unbefangene Blick, die Sachen sehen, die man selber schon überhaupt nicht mehr wahrnimmt, weil ist ja halt da, ist halt normal. Das ist eben halt mein Spiel, was ich hier schon seit Jahren spiele und ist halt so. Das hier. Mache ich, glaube ich, so eine kleine Wendeplattform, oder? So. Weil da eine Blume ist, setzt du den. Ja. Hä? Okay. Hier geht was kaputt, was ich gerade nicht benutzt habe. Naja, gut. Vielleicht ist das auch alles ein bisschen verzögert gewesen. Ich brauche eine Pickaxe. Habe ich gerade nicht mehr. Okay. Dann, ich glaube, ich brauche Stickies erstmal. Wieso ist da eigentlich ein E drin? Habe ich auch noch nicht verstanden. Versehentlich, glaube ich, vorhin was angegeben, ne? So, ein paar Sticks habe ich jetzt. Kobbel habe ich A, H, O. Dann gehen wir mal kurz hier hin. Denn ich brauche eine Steinspitzhacke. So. Ne, und dieser frische Blick eines Spielers, der gerade erst anfängt. Ich finde sowas immer wertvoll. Das ist immer schön. Es ist immer wieder, freut mich auch zu sehen, dass ein anderer quasi mit dem, worüber du dich ja freust, dass ein anderer damit auch Spaß hat. Also das ist einfach super. Und dann so dieses Miteinander austauschen, finde ich einfach top. Von daher, haut gerne mal raus, so was habt ihr schon gebaut, was habt ihr gesehen, was fandet ihr beeindruckend, zum Beispiel auch, was andere gebaut haben. Jetzt im Laufe der Jahre sind ja immer mal so ein paar Sachen aufgetaucht, wo ich dann auch dachte, so, wow, okay, die haben einfach gerade Hogwarts gebaut oder ne, so holy moly, ey, einfach mal das übelste Auenland aufgebaut. Also all solche Sachen gibt es ja schon, wo ich mich halt echt frage, so, wow, mega einfach. Ja, wie haben die das gemacht?
Vor allem, wie viel Geduld muss man dafür haben? Ich glaube, das kennt jeder selber so, wenn man lange, lange an einem Projekt rumbastelt. So irgendwann denkt man auch so, oh Gott, uff, also ich hätte mal eine Pause, wäre ja was, aber die haben ja teilweise echt kontinuierlich und sehr, sehr massiv daran gebaut, an solchen Großprojekten. Und da ziehe ich einfach nur meinen Hut vor. Ne? Das ist halt wow, einfach. Finde ich mega beeindruckend, sowas. Okay, ich bin immer leicht zu beeindrucken, was sowas angeht. Aber, ah, genau. Eiche wollte haben. So, ein bisschen. Ich werde wahrscheinlich innen drin auch noch mit dem Boden arbeiten. Mal gucken. Genau, hier geht dann die Stufe. Hier fängt die Plattform an. Halt, so war ducken, genau. Ducke dich, damit du nicht runterfällst, ne? Oder wie war das noch? Irgendwie so in dem Dreh. So, zieht die Plattform auch hier noch so ein bisschen nach hinten raus. Eigentlich gar nicht mal blöd, ne? Ich könnte ja hier die Steine immer so ein bisschen wegklopfen. Die Erde auch so ein bisschen wegklopfen. Und dann mache ich hier das Feld hier mit Birkenholz. Und dann muss ich, glaube ich, darunter ausleuchten, weil sonst habe ich da unten, habe ich hier demnächst ein Viecherproblem, ne? Dass die mir hier darunter spawnen können. Und also ich schätze vor allem hier unter dann. Das will ich dann doch nicht haben. Ja, generell, ihr seid angehalten auch, ne? Wenn euch irgendwas soundtechnisch oder so auffällt, haut das raus, ne? Wenn ich zu laut, zu leise bin oder auch der Ingame-Sound zu laut oder zu leise ist, haut es raus. Ich bin da über jede Art von Feedback glücklich. Wie gesagt, nur unter den genannten Kriterien bitte, ne, dass es vernünftig läuft. So, dann würde ich sagen, basteln wir mal hier fix unsere Treppe hin. Dann hopsen wir nicht immer wie die blöden Karnickel hier die Treppe hoch. Was war das? Ein Hundi. Hundis mag ich. Solange sie mich mögen. Also in echt habe ich es nicht so mit Hunden, aber hier finde ich sie ganz okay. Das muss dann jetzt nicht sein. Ich brauche nicht so ein Hundi gleich neben mir sitzen haben. So, ich habe leider nicht noch mehr Birkenholz, ne? Das ist natürlich ein bisschen blöd. Da draußen habe ich noch ein bisschen was. Ich glaube, hier unten direkt habe ich auch noch was. Warte mal, das ist Eiche? Birke da. Da, oh! Gleich hier vorne nochmal. Ist auch gar nicht mal so blöd. Dann kann ich hier das ein bisschen auch im Blick halten. Mit Viecher, die hier spawnen. Etc. Und ich wollte auch irgendwo noch einen Platz schaffen, wo ich meine Felder aufbaue. So meine, ich ernähre mich mal Felder. Was ich jetzt auch schon mal sagen kann, ist, ich werde auch durchaus irgendwann ein bisschen größenwahnsinnig werden. Also ich habe gern den Hang zum Größenwahn. Also wenn ich plane Helms, ich kann euch das in einem guten Beispiel mal sagen, wenn ich plane Helms Klamm zu bauen, wird es größer. Da wird es Minas Tirith. So. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, so ein kleines Problemchen, das kennt so ziemlich jeder Minecraft-Spieler. Oh, da mache ich hier und da mache ich da und da mache ich hier und dies und jenes und ja. Und dann verheddert man sich am besten irgendwo drin und dann wird gar nichts gemacht. Das kann ich übrigens auch gut. Aber hey, so ist das Leben. So, daraus machen wir mal Holz. Wie war das noch? Einmal drücken? Genau, dann wird irgendwie komplett umgewandelt, ne? So. Gut, diese Musik allein schon. Dann erweitern wir mal unsere Sicht. Ich nenne das mal unsere Sichtplattform hier einfach. Das wird meine kleine persönliche Sichtplattform. So, hier. Erweitere ich die da längs? Why not? Mag ich. So.
War da gerade Hundi? Da unten ist Hundi. Cool. So. Ich finde, da hat man einen super fantastischen Ausblick, oder? Ist doch einfach schön. Schon allein dafür mag ich das Spiel. So, der Baum muss gleich definitiv da weg. Jetzt mache ich hier noch eine Reihe hin. Hier werde ich Zaun drauf platzieren, damit man hier nicht so abschmiert. Das wird meine Zaunreihe quasi. Und dann sieht man in etwa auch schon, wie groß das hier wird. Ne? So, ich habe jetzt noch 18, das ist absolut okay. Diese Musik, schön, schön, schön. Ich freue mich echt wieder hier zu sein, ganz ehrlich. Hat mir ein bisschen gefehlt. Hat mir echt ein wenig gefehlt. So, jetzt gehen wir mal rein, ein bisschen Holz nochmal zerkloppen. Machen wir den Zaun auch mit Birke oder machen wir den mit Eiche? Eiche ist ein bisschen dunkler, bietet natürlich ein bisschen Kontrast auch, ne? Ich überlege gerade, kann man nicht auch mit einer Falltür irgendwie arbeiten? Kann man die aufrecht hinstellen? Mal so ganz blöd im Weg gefragt. Ich teste es einfach mal aus. Muss ich es ja nicht stehen lassen, das ist ja das... Huch! Dann gehen wir halt wieder schlafen. Vielleicht ist der Regen dann ja auch weg. Oder auch nicht. Hat doch, neuer Tag, neues Glück. Der Regen hat aufgehört. Ach schön, willkommen Welt. So, jetzt können wir mal hier so ein bisschen rumtesten. Ich kann da hinbauen, ne? Geht da nicht, ne? Ah, das habe ich mir nämlich gedacht. Ich kann quasi nicht über Eck bauen. Das ist ein bisschen blöd. Also sonst hätte ich gedacht, machen wir hier so ein... Obwohl, ganz so super sieht es auch nicht aus, ne? Nee. Ist irgendwie doch nicht ganz meins. Wollen wir mal gucken, ob da ein paar Saplings sind. Das wäre natürlich super. Oh, cool. Tatsächlich. Sehr schön. Können wir uns Birkenwald aufbauen. Sehr, sehr schön. Da muss ich noch ausleuchten, genau. Weil ich möchte definitiv hier unter keine Viecher haben. Das muss es nicht sein. Dann muss hier die Eiche weg. Denn ich möchte die Plattform nicht unbedingt so freischwebend haben. Ich möchte die quasi auf Stelzen stellen, ja, also, dass das eben halt so aussieht, dass die mit Stützen so ein bisschen abgefangen wird, gehalten wird. So soll das in etwa sein, aber mal kurz gucken, die endet dort, okay. Dann brauche ich gleich Zaun, das würde ich dann auch wieder in Birke machen. Habe ich denn noch Birkenholz? Nö, wahrscheinlich nicht, ne? Nicht wirklich viel. Muss ich mal gucken. Ja, komm. Ich will jetzt hier eigentlich nicht so viel. Sag mal, Hundi. Snackst du mir hier die Schafe weg? Kollege? Also ich habe ja nichts dagegen, dass du mir hier gegen Spinnen kämpfst oder so. Da habe ich ja kein Problem mit, ne? Aber... Ich habe ein Problem damit, wenn du mir meine Schafe, meine Tiere hier wegmachst. Von daher, sorry. Will ich nicht. So, wir machen mal den Förster. Den umgekippten Baum, den müssen wir natürlich beseitigen. Damit das hier auch alles... Okay. So bleibt wie... Warum ist das da hell?
Oh, weil es hier unter durchgeht. Und ich wollte von oben durchbauen. Okay. Wird interessant, ich merke es jetzt schon. Entschuldigung, der hat sich nicht angekündigt. Hoppala. So. Kloppen wir uns hier nochmal ein bisschen durch. Ja, bringt mir ja nichts, wenn ich hier Tiere züchten will, weißt du? Und hier kommen Hunde und snacken mir die ganzen Tiere weg. Da bin ich ja Bock drauf, ne? Das muss es echt nicht sein. Hier die Kleine nehme ich nochmal mit. So. Genau, das ist mein Berg. Boah. Uiuiui. Das sind ja nur Bäumchen, wa? Können wir mal hier so einen Lütten mal mitnehmen hier, ne? Ich glaube, ist das Schwarzeiche? Oder so? Ich habe keine Ahnung. Warte mal. Fichte. Fichtenstamm. Oh, ich habe ein Ei. Sehr schön. Eier sind schön. Eier sind super. Ich möchte mal gucken, ob ich davon Zeppelin bekomme. Ups. Sorry. Falscher Baum. Rosenstrauch. Moment. Birke. Was bist du? Süße Beeren. Okay. Kenn ich nicht. Gibt's noch nicht so lange, oder? Au! Okay, reinrennen sollte man nicht. Alles klar, gut zu wissen. Aha. Das ist wohl ein Dornbusch, wa? Gut zu wissen. Ja, klopfen wir hier mal ein bisschen Grünes weg. Da ist einer. Danke. Das wollte ich doch nur. Gut. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich hier nicht verlaufe. Genau. Da ist das Domizil. Hier sind nochmal ein paar Saplings. Ein paar Samen. Sehr schön alles. Sehr schön. Chick McNuggets. Genau. So. Trotzdem würde ich jetzt gerne eigentlich mal. Ich brauche eigentlich auch Eisen. Das ist so ein bisschen. Eisen, glaube ich. Auf jeden Fall ist die Kohle. So oder so. Ist das Eisen? Was ist das? Also das ist Kohle. Das nehme ich so oder so mit. Das ist schon mal gut. Da ist auf jeden Fall eine Höhle. So, jetzt gehen wir mal hier ein bisschen buddeln, buddeln, buddeln. Das werden wir sowieso sehr viel machen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich hätte jetzt fast was gesagt, aber das würde falsch klingen. Solange jetzt hier nicht gleich irgendein Viech um die Ecke kommt, bin ich auch einigermaßen happy. Problem ist nur, wenn hier irgendein Viech um die Ecke kommt, dann bin ich nicht mehr ganz so happy. Nein! Boah! Hallo, Waldfee. Ich will nach Hause. Verzieh dich. Aua, aua, aua! Boah! Ich will nach Hause. Ich will kämpfen, das ist so gar nicht meins, ne? Ja. Boah, ich wollte gerade sagen, das ist schon wieder. Dabei war ich das. So, wait a second. Ich muss erstmal, glaube ich, was futtern.
Boah. Toll. Wie diese Achievements, sie kreischen einen immer so fies an. Ich habe gar nicht so viel zu futtern mit, ne? Egal. Ich bin einfach mal King Raffgier. Und kriegen Hals nicht voll genug. Ich muss mal eben weitergraben. Das klang gerade nach einem Skelett, kann das sein? Ach ja, schön. Bin auch gar nicht einigermaßen unberuhigt, beunruhigt oder so. Dann geht die Höhle weiter. Da auch. Egal, einfach mal weiter nebenbei abbauen hier. Wenn man die Pfeile an sich vorbeizischen sieht, dann weiß man, dass es soweit ist und man gehen sollte. Da ist ein Zombie. Lass mich rauf hier. Oh, ich gehe mal nach Hause. Hier habe jetzt ein bisschen Kohle gefarmt, hier habe jetzt ein bisschen Holz. So, bis so langt. Schon wieder? Na gut. Saplings mitnehmen. Sehr schön. Dann gehen wir mal rein. So, als allererstes, ja, ich habe immer noch kein Eisen. Aber in irgendeiner Truhe hatte ich doch was zu essen. Da. So, die packen wir mal da rein. Nom. Das ist doch schon mal recht gut. Jetzt wird es auch wieder dunkel. Okay, dann können wir ja mal das hier komplett umwandeln. Ah. Dann brauche ich hier noch Birkenzaun, genau. Ich glaube, das langt. Ansonsten machen wir noch ein bisschen mehr. Irgendwas wollte ich noch. Eichenholzzaun. Da können wir noch ein bisschen was machen, genau. Das passt soweit. Können wir mal den ganzen Tünnef hier in die Truhe umlagern. Kupfer. Okay. Oh gut, wird schon Sinn haben. Ich weiß nicht welchen, aber es hat bestimmt einen. Genau, ich kann ja hier im Ofen kann ich schon mal die Kohle reinschmeißen. Und dann kann ich nämlich auch einfach mal das Kupfer nehmen und einfach mal durchbraten lassen. Und dann schauen wir mal, was wir damit so zaubern können. Hä? Guck mal, was ich gemacht hier. So. Heilen bitte. So, Spinnauge brauche ich nicht, Fäden brauche ich jetzt auch nicht. Rohes Fleisch brauche ich jetzt auch nicht. Einen Apfel brauche ich nicht. Ein Ei auch dezent noch nicht. Beeren auch noch nicht. So, Spinnen. Gehen wir mal pennen, würde ich sagen. Gut. Die ersten Kupferbahnen sind fertig. Auch schon mal schön. So, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Holz ist immer gut in jeglicher Form und Farbe. Das brauchen wir auch gerade nicht. Zuckerrohr brauchen wir auch nicht. Blümchen auch nicht. Samen auch nicht. Ich brauche eigentlich erstmal Metall, weil ich brauche einen Eimer. Gehen wir mal raus hier. Birkenzaun. Hatte ich nicht einen Eichenzaun gebaut? Ja. Ah, genau, den Birch. Ah, ja, genau. Jetzt weiß ich wieder, wofür ich
So, wir gehen jetzt. Ich glaube, von hier aus ist es ganz gut. Gehen wir einmal rum. So. Und basteln uns hier eine hübsche Umrandung. Ich brauche noch Mitbürger tatsächlich. Oh, ja. Warte mal. Mal. Drei Zaunstücke brauche ich noch. Drei Stücke bitte von Birke. Stickies? Nee, von Eiche bitte. Der knurrt schon wieder ein Hund. So.